Wie gut man mit nur einer Kohle mit dem Aladdin Only One rauchen kann, das seht ihr nach dem Intro. Bis sofort. Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Wir gucken uns heute mal den Aladdin Only One HMD an. Das ist ein Ein-Kohle-HMD, der, ja, wie der Name schon sagt, mit nur einer Kohle läuft. Schauen wir uns mal zuallererst die Verpackung an. Vorne drauf sehen wir Only One. Oben so ein bisschen aufgezeichnet, wie das Ganze funktioniert. Und hinten eine Gebrauchsanweisung. Was ich sehr interessant finde, ist dieser Punkt hier nicht mit Wasser reinigen. Also ich habe das Ding tatsächlich schon oft mit Wasser gereinigt und da ist nie was passiert. Aber denkt dran, nicht mit Wasser reinigen. Warum auch immer. So, das Ganze ist ein bisschen ledermäßig gehalten, ist aber natürlich nur Pappe. Im Inneren kommt dann nochmal so eine kleine Anleitung hervor. Dann haben wir den Griff zum Anpacken vom Deckel und Co. Den Deckel selbst, da seht ihr jetzt schon ein bisschen angelaufen drin. Das lässt sich aber wegwischen. Aber klar, den habe ich auch schon einige Male benutzt. Und dann hätten wir unten eben die Bodenplatte davon. Die ist sehr, sehr massiv. Ihr seht hier auch, das ist wirklich ein dickes Teil. Wir haben hier einen Ring von 3 mm. Der Innenring hat einen Außendurchmesser von 4,6 cm und ganz außen haben wir einen Durchmesser von 7 cm. Und wenn wir uns dieses Teil hier genauer anschauen, zum einen haben wir auch hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit diesem Griff ordentlich hochzuheben. Und wir sehen hier schon die Besonderheit mit den Kohlen. Und zwar kommen die Kohlen da nicht wie sonst üblich so rein, sondern sie werden so hier reingestellt. Also mit der Spitze hier unten in diese Kuhle. Dann kommt eben der Deckel drauf und schon läuft das Ding. Der HMD kostet zwischen 10 und 15 Euro. Standardpreisen so 14,90, manchmal aber auch 11,90 plus minus ein bisschen. Und ihr könnt den eigentlich auf den meisten kleineren Köpfen rauchen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Drip Bowl von Hukain. Da passt das perfekt. Dann haben wir hier den neuen Kopf von Savu. Passt wunderbar. Weil wir hier gucken müssen, dass er da nicht ganz aufliegt, weil diese Keramikplatte drin ist. Aber je nachdem, wie groß eure Platte ist, passt das. Geht aber theoretisch auch so. Mit den kleinen Shiner-Heads passt das natürlich. KS Apo, Chill und Co. Die ganzen typischen Stein-Mehrlochköpfe. Wunderbar. Genauso hier beim Sapphire Vortex oder auch mit dem Elephant Vortex und so. Das passt einwandfrei. Was für einige wahrscheinlich relevanter ist, zum Beispiel der Tiny Lip von Hukain passt. Dann der Popo, somit auch der Pot, passen wunderbar. Ihr seht, das liegt wirklich gut auf. Beim Lidlip wird es jetzt eng, aber es geht gerade noch, würde ich sagen. Das liegt gerade noch so auf dem Rand auf. Beim Lavlip ist es kein Problem. Da liegt das recht gut eigentlich. Und beim Oblako passt das sogar sehr, sehr gut, finde ich. Ihr seht, das liegt genau auf den Rändern auf. Beim Blaze Tornado zum Beispiel passt es wiederum nicht. Genauso wie beim Lash Lip, da funktioniert es auch definitiv nicht. Da rutscht er nämlich einfach rein. Little Pro geht, ja, geht auch. Wo es aber natürlich geht, ist zum Beispiel bei der Aladdin Echo Bowl und natürlich auch beim Aladdin Shorty. Und da passt es definitiv mit Abstand am besten. Ihr seht, das ist wirklich ganz exakt die Größe, die wir hier brauchen. Jetzt könnte man natürlich meinen, dadurch, dass es ein Aladdin HMD ist und ein Aladdin Kopf, dass das vielleicht sogar füreinander entworfen ist. Ich glaube, das ist auch so. Also ihr seht, das Ding passt auf jeden Fall auf sehr, sehr viele Köpfe. Wir wiegen es mal noch ganz kurz. Ohne Griff haben wir 107 Gramm. Mit Griff 124, also ein relativ, 125? Ja, 24,5. Also ein relativ leichter HMD, soweit ich weiß, aus Aluminium. Es gibt aber auch Seiten, wo steht, das wäre Edelstahl. Ich weiß es nicht genau. Deshalb gehen wir davon aus, es ist wahrscheinlich Alu, auch vom Gewicht her würde das eher passen. Dann würde ich sagen, wir legen mal eine Kohle rein und rauchen da Dingen mal an. So, ihr seht jetzt, die Kohle lege ich hier einfach so mit der Spitze nach oben quasi, eine Spitze unten rein, eine Spitze oben hin. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze machen wir hier auch im Aladdin Shorty C in dem Fall. Wir haben jetzt ein bisschen Almasiva Löwenherz drin. Wir haben ein bisschen Focio Life, also Hukain Focio Life, Zitrone-Eis oder Lemon-Eis und ein bisschen Sauerlime-Nanamint drin. Zudem haben wir noch einen kleinen Holster-Mint-Shot unten drin. Und wir rauchen das Ganze jetzt in der Ocean Kive S2. Beim Anrauchen werden wir gleich merken, dass es ein bisschen länger dauert. Das liegt einfach an dieser Bauweise. Aber ich erkläre euch auch gleich, warum diese Bauweise extrem schlau und gut ist. So. Der Kopf ist jetzt relativ angeraucht, hat jetzt so ungefähr 7 Minuten gedauert.
Da muss man aber zur Entschuldigung sagen, der Kopf ist hier ziemlich krumm geschliffen. Also bei dem Kopf dauert es deutlich länger. Erfahrungsgemäß ist er so nach Maximum 5 Minuten eigentlich relativ an. Interessant ist aber jetzt erstmal zum einen, welche Kohlen passen denn überhaupt rein? Da ist er sehr, sehr großzügig. Wir können eigentlich alles reinschmeißen. Ich nehme an, 24er gehen wahrscheinlich auch. Ich habe es jetzt getestet mit 26ern, 27ern und 28ern. Die passen alle wunderbar und auch bei den 28ern ist noch Luft nach oben. Zumal, wenn wir den Kopf hier, den Deckel hier anheben, wenn ich jetzt hier den Deckel anhebe, dann seht ihr, dass diese Lippe hier, die den Deckel hält, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wir können hier problemlos noch einen Zentimeter nach oben gehen und haben immer noch einen sicheren Halt für den Deckel. Das heißt, wir können da wirklich große Kohlen reinpacken, ohne dass es da Probleme mit gibt. Nächster Punkt ist natürlich, wie lange lässt sich damit rauchen? Also erfahrungsgemäß mit einer guten 27er, also Cocobration zum Beispiel, komme ich da auf jeden Fall. So eine Dreiviertelstunde bis eine und eine Viertelstunde, definitiv. Je nachdem, ob ich draußen rauche, drin rauche und so weiter und so fort. Aber so eine Dreiviertelstunde, Stunde ist auf jeden Fall machbar. Jetzt habe ich gerade von Bukoko, heißen die, glaube ich, die 26er drin. Die laufen auch im Normalfall problemlos eine Dreiviertelstunde da drin, eher sogar länger. Also, wie gesagt, rechnet mal auf jeden Fall eine Stunde. Mit 28ern kommt ihr teilweise sogar auf anderthalb Stunden, je nach Qualität eben. Das finde ich schon ganz beeindruckend. Und ihr könnt natürlich ja immer noch die Kohlen nachlegen, ne? Also ist ja kein Thema. Was man auch erwähnen sollte, ist, viele kleine HMDs liegen ja wirklich unsicher drauf. Wenn ich jetzt hier gegen gehe, ich kann zwar den HMD verschieben, klar, logisch, ne? Aber wenn ich jetzt hier gegen drücke, dann kann ich schon eher die, ihr seht, dass die ganze Pfeife eher wackelt. Weil eben unten diese Rille, diese Kontaktrille nenne ich es jetzt mal, weil die einfach so groß ist, dass ihr da problemlos wirklich mit Wind und Co. Also da habt ihr einfach keine Probleme mit. Auch wenn die Pfeife jetzt mal ein bisschen schräg steht oder sowas, da passiert wirklich gar nichts. Vom Rauchverhalten ganz wunderbar. Also der Durchzug ist ganz normal. Ich atme mal aus und mal tief ein. Das ist nichts anderes, wie wenn ich mit dem normalen HMD auch rauche. Was aber bei diesem HMD wirklich eine tolle Sache ist und weshalb er für mich persönlich auch eigentlich der beste Einkohle-HMD tatsächlich ist, abgesehen davon, wie lange er eben raucht und wie effizient er raucht, ist eben die Tatsache, dass er die Kohlen wirklich nicht ausgehen lässt. Ich kann sie mal gerade rausholen. Okay, das sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber da ist wirklich nichts schwarz. Die ist von allen Seiten gleichmäßig rot. Also glüht ganz gleichmäßig von allen Seiten. Und das ist eben ein Punkt, der mich an vielen Einkohle-HMDs extrem stört, weil da gehen mir die Kohlen teilweise komplett aus. Das habe ich hier eben gar nicht. Was noch ein Vorteil ist, ihr könnt wahlweise eben den Deckel mit diesem Griff anheben. Oder aber wenn ihr eben fertig geraucht habt, dann müsst ihr nur gucken, dass einer von den Schlitzen hier in das große Loch geht. Und dann könnt ihr auch einfach den gesamten HMD hochheben auf einmal. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn ihr eben den Kopf fertig geraucht habt. Ne, ihr müsst es nicht auseinanderbauen, sondern ihr könnt es einfach so runternehmen und gut ist. Einziger Nachteil ist vielleicht, dieser Griff hat hier so eine wellenlinige Form. Das heißt, am Anfang ist das so ein bisschen tricky, den da richtig reinzukriegen. Irgendwann ist das aber, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ist das super easy und geht total einfach aus der Hand. Ihr könnt auch ein bisschen die Hitzeregulierung steuern, indem ihr den Deckel dreht, ob dann eben dieser seitliche Schlitz offen ist oder zu. Aber das bringt, finde ich, nicht den Riesenunterschied. Von daher, der einzige wirklich nennenswerte Nachteil ist eben noch die Anrauchdauer. Die ist, finde ich, ein bisschen länger als bei vielen anderen HMDs, aber ganz ehrlich, dafür könnt ihr mit einer Kohle halt eben relativ oder wirklich lange rauchen. Also für so einen kleinen Kopf reicht das teilweise sogar komplett. Zudem passt er ja auf fast jeden Kopf. Wo es halt eben nicht passt, sind eben Köpfe wie zum Beispiel der Hotshot RT, weil eben hier das Depot einfach zu klein ist. Also ihr müsstet halt mindestens 4,6 cm hier im Durchmesser offen haben. Hier liegt er halt einfach hier auf dem Rand auf. Und klar, wenn ein Kopf zu groß ist bei so einem kleinen HMD, funktioniert das auch nicht. Aber das macht auch alles Sinn. Ihr habt da auch kein Problem mit schnellem Überhitzen, dadurch, dass diese Bodenplatte dick ist. Ihr habt es ja vorhin gesehen, die ist ja wirklich massiv. Von daher, also ich finde, das ist wirklich für mich aktuell der beste Einkohle-HMD. Und absolut eine Alternative, wenn ihr mit kleinen Köpfen rauchen wollt oder wenn ihr draußen rauchen wollt, dann habt ihr hier auch einen Windschutz und sowas. Also für mich wirklich ein sehr, sehr gelungener HMD für einen sehr, sehr fairen Preis von unter 15 Euro. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Schreibt doch mal gern in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet oder was wir vielleicht noch so testen sollten. Lasst natürlich gern Like und Abo da und passt auf euch auf. Habt Spaß, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao.
Musik.